So, dann begrüße ich euch zu einer neuen Folge Minecraft mit Ulfgar. Heute ist dann die Folge, in der ich das mal ausführe, was ich geplant habe bezüglich meiner kleinen Idee, die ich glaube ich letztes Mal erwähnt habe, weil ich beim letzten Mal ja zu lange gebraucht habe. Ach stimmt, ja, da oben ist ja auch noch eine Truhe, um die Höhle zu verlassen und hier irgendwas herzukommen, irgendwie bla. Egal. Ja, dazu muss ich dann jetzt erst einmal hier vorne hinten zu den Kürbissen hin. Denn es hat was mit denen hier zu tun. Und also erstmal kommen sie der Reihe nach weg hier, weil die braucht man ja dann nicht. Und bitte nicht wundern, das fliegt auch weg. So, lasst euch einfach überraschen, aber ich denke mal, es wird relativ schnell offensichtlich sein, was ich hier vorhabe. So, und dann muss das hier auch noch mit weg. Und ich sehe schon, die Holzaxt ist jetzt nicht allzu effektiv bei sowas hier. Und ich überlege gerade, ob das wirklich so clever ist. Weil dann muss ich jetzt ja unter das Haus. Andererseits dürfte das eigentlich hinkommen. Was steht denn da eigentlich? Ich muss mich jetzt hier erstmal ein bisschen kurz umgucken. Kann ich das wegmachen? Nein. Gut. Also hätte ich dann theoretisch hier unten die Möglichkeit, was hinzupacken. Das kommt dann hier nach oben. Da müsste dann, glaube ich, sogar Wasser sein. Nein, noch nicht. Aber ich muss dann noch weiter in die Tiefe, damit ich nicht in mein Beet reingrabe. Das wäre natürlich dann in dem Fall sehr schlecht. So. Ich habe auch keine Ahnung, wann ich jetzt hier wieder nach oben muss. Ich denke mal, ich gehe mal nach oben. Kracht lieber da nach unten. Okay, 1, 2, das bedeutet hier müsste das dann irgendwo hier sein. Ja, ja, genau. Machen wir noch den weg. Der Weg soll ja da bleiben. Okay, wie komme ich jetzt hier hoch? Am besten. Jetzt muss ich ja hier auch noch aufpassen, sonst grabe ich da auch noch in mein Beet rein. Also, so, das sieht okay aus. So, denn hier kommt nämlich später irgendwie ein Schalter hin. Oh, gut, dann hole ich jetzt erst einmal ein bisschen Redstone und mache mal fertig, was ich für meine Bauten brauche. Weil es jetzt eigentlich echt offensichtlich sein sollte. Ich habe was fertig geworden. Moment. So nicht. Ah, das braucht noch eine Weile. Ach so. Da brauche ich was von. Dann brauche ich... Nein. Was? So. Ganz normale Pflastersteine brauche ich. Holz. Tja. Hier haben wir doch irgendwie so viel immer gehabt, ne? Hier Birkenholz, das reicht. Und da muss ich kurz überlegen, brauche ich da noch Eisen für? Ich glaube ja, ja. Naja, was soll's. Gut, dann müsste das so gewesen sein. So, das kommt dahin und das da. Ja. So, da brauche ich ein paar mehr von. So, 9 dürfte erstmal reichen. Weil ich ja ziemlich viele Kürbisse habe. Und jetzt sollte auch klar sein, was ich vorhabe.
Einfach nur Clean Stone hier? Also ganz normalen Stone? Scheint nicht so. Na, dann muss ich mir noch welchen backen. Hopp. So, wie sieht's hier aus? Ja, fast fertig. Und zwar will ich die Pistons nehmen, oder nee, was ist das? Die Kolben. Hier an das Haus setzen quasi. Zumindest als erste Reihe. Und dann die Kürbisse davor. Und wenn ich dann irgendwann da hinten den Schalter umlege oder irgendwas anderes mache, werden die geerntet. Dadurch, dass sie halt einmal weggestoßen werden. So, und das hier brauche ich dann quasi so als Verbindungslinie. Irgendwoher muss der Strom ja kommen. Weil ich jetzt hier noch nicht so ganz sicher bin, wie ich das halt mit dem Schalter mache. Da muss ich mir noch was überlegen. Aber hier vorne sollte dann eigentlich... So. Oder muss ich dann noch eins hören? Da muss ich mal testen. Mist. Machen wir das mal kurz so. Nee, das sollte da nicht funktionieren. Wenn ich das richtig sehe. Dann müsste ich dann hier schon auf die Ebene... von hier oben drauf irgendwie. Ach Gott. Jetzt mal wieder weg. Das kann ich auffüllen. Dann müsste ich das so machen. Ja, passt. So. Naja, gut. Naja, ich hoffe mal, das funktioniert dann auch trotzdem noch. Ach, jetzt kann ich da keine Pistons mehr hinsetzen. Haha. Ja, verdammt. Und zwar hier, hier, hier. So, ja, jetzt darf ich mich da wieder reingraben. Okay. Da werde ich dann keinen hinsetzen können, aber zumindest hier die sollten dann funktionieren. Und hier kann ich auch noch einen hinsetzen. Oder? Ich weiß es gerade nicht. Ich glaube nicht. Naja, was soll's. Dann halt nur so. Okay. Erstmal so einen kleinen Test machen hier, ob das überhaupt so funktioniert. Weil es jetzt natürlich nicht so schick aussieht, wenn hier was fehlt. Ich denke mal, hier werde ich dann so den Eingang einbasteln, oder? Ne, also hier muss ich mir noch was einfallen lassen. Hier vorne muss noch mindestens einer hin. Aber da ist halt irgendwie was, warte mal. Wieso kann ich da keinen hinsetzen? Das ist doch bekloppt. Hier muss unbedingt noch irgendwas hin. Sekunde. Wie mache ich das jetzt? So. So. Und wenn ich da jetzt ein Blockchen setze. Ja, es ist wieder weg. Das ist kacke jetzt. Reicht denn da so ein Slab? Ich meine, wenn ich da einen Slab hinsetze, dürfte der Boden ja, was, rennt, immer noch genauso aussehen. Mal gucken, haben wir hier Slabs? Hier haben wir Slabs. So. Das geht dann, wenn das jetzt trotzdem funktioniert. Ja, dann wäre es natürlich gut. Yay. Es geht. Sehr schön. So, das heißt einmal Kolben bitte. Und dann kommt das so weg. Ja.
und da wieder hin. Und warum jetzt der Höhlensound gekommen ist, weiß ich nicht. Wahrscheinlich bin ich zu dicht irgendwie am Untergrund. So. Dann wäre das zumindest schon mal hier so ein bisschen symmetrischer. Hier kann ich dann wieder einfach zumachen. Weil. So. Und dann hätten wir hier jetzt erstmal 1, 2, 3, 4, 5. Gut, jetzt kann ich mir einen... wie heißt es? Ein Hebel basteln. Huch, nein. So. Na komm. Ich habe natürlich jetzt einen Pflasterstein dabei. Nee. Danke, reicht. Ja. Das müsste so gewesen sein. Jawohl. Und ja, ich bin mir bewusst, dass ich da vorne noch wahrscheinlich Repeater hinsetzen muss. Aber jetzt geht es erstmal nur darum, dass ich sehe, ob das funktioniert. Was nicht so scheint. Nein, offensichtlich nicht. Kacke. Wie soll das denn funktionieren, wenn ich die nebeneinander setzen will? Dann muss ich ja mal dazwischen einen freilassen. Das ist ja beschissen. Ah nein, ich weiß, wie ich das machen kann. So, erstmal schnell den Hebel dann wieder ausmachen. Weg. Da brauche ich dann nämlich die Repeater für. Und dafür brauche ich erstmal Redstone-Fackeln. Ich glaube zwei. Dann kommen die rechts und links dahin. Der Redstone kommt nach unten. Ja, irgendwie so war das. Mal geht das auch? Ja, das geht auch. Sehr gut. Okay. Mal schnell gucken. Jawohl. Also erst das, die drei nach unten, das dahin. Gut. Habe ich alles? Habe ich. So, und das kommt nach unten. Sagen wir mal 10. Das kommt dahin und das kommt andersrum. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So. Die teilen nämlich den Strom bzw. die Redstone-Leitung genauso, dass die Kolben hier funktionieren. Das sieht dann nämlich so aus. Naja. Natürlich so nicht. Sondern so. Und der Strom kommt da nicht dran. Also muss ich die Leitung noch eins höher legen. Und das heißt, ich muss hier noch eins höher anfangen. Ach, ist das schön. Redstone. Ja, komm einfach nochmal weg hier. Genau. Ich nehme jetzt erstmal den ganzen Boden hier raus. Okay, nicht den ganzen, sonst fällt mir das Bett weg. So, das heißt, hier, hier, hier. Da komme ich jetzt so natürlich nicht mehr ran. Und dann einmal voll machen, bitte. So. Denn, eigentlich müsste ich hier jetzt auch noch eins hoch. Und da kann ich keinen Redstone hinlegen. Weil der Boden im Weg ist. Ah. Verflucht. Das ist in meinem Kopf so einfach gewesen. Was mache ich da jetzt? Ich
kann ja nicht einfach das Beet eine Stufe tiefer setzen hier. Das geht ja nicht, da komme ich ja aus der Ebene raus. Und ich will die Leitung auch nicht unbedingt sichtbar haben. Das wäre sie halt, wenn ich das hier vorne so hinlege. Dann wäre es alles kein Problem. Dann hat man hier vorne diese Repeater und dann sieht man halt, dass die da sind. Ich müsste sie überdachen, überbauen irgendwie. Naja. Mach ich es erstmal so. So. Dann kann ich ja hier die komischen Dinger auch wieder reinsetzen. Das stört dann keinen. So, dann kommen hier nämlich die Repeater hin und da unten, achso, ja. Da geht dann halt die Leitung lang. So, das würde bedeuten... Zack, 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 zack. Halt, ich muss mal kurz überlegen. Ich glaube, die kann ich gar nicht so nebeneinander setzen. Hier kommt ein Kolben hin. Hier eine Pflanze. Nein. Also theoretisch müsste ich hier anfangen. Dann kommt hier eine Pflanze hin. Dann hier. Da ist Zwischenraum zum Wachsen. Hey, ich bin total durcheinander. Also du kommst weg. Du kommst weg. Du kommst weg. So. Hier kommt eine Pflanze hin. Die wächst dann in die Richtung. Dann kommt hier eine Pflanze hin, die wächst in die Richtung, hier eine Pflanze, die wächst in die Richtung. Das heißt, theoretisch müsste ich dann hier nochmal so ein Ding hinsetzen. Aber es ist richtig so, wie es jetzt ist. Nein. So. Nur, dass sie hier vorne hin müssen. Wegen den Repeater. Sehr schön. Ich muss mir hier vorne noch irgendwas einfallen lassen, damit es dann halt anders aussieht. So. Hier fließt der Strom dann rauf. Jetzt habe ich hier nur zwei, das ist höchst ineffektiv. Ach shit. Zack, zack, zack. So, das müsste dann so, so. So, so. Und das ist ja noch beschissener als vorher. Nein, was mache ich denn hier? Ach. Ja, das kann sich nur um Stunden handeln jetzt noch. Also. Weg. Weg. Weg, weg. Du weg, du weg. So. Hier kommen die Viecher rein. Hier kommen sie davor. Eins freilassen. So. So. Jetzt aber. Dann kann hier so ein Ding rennen. So und so. Jetzt kommt es da natürlich nicht rauf. Das heißt, zack, zack, zack. Klatsch, 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 klatsch. Liegt. Dann wäre die erste Strecke zumindest schon mal. Und ich kann nicht, weil ich hier kein... Oh, nee. Gut. Ich lasse das Projekt erstmal. Wie man sieht, ich bin im Moment noch zu unvorbereitet und muss das Ganze erstmal noch alles durchprobieren und bla. Das geht so nicht. Da sitze ich hier dann stundenlang, da muss ich mir vorher was überlegen. Das lasse ich da unten einfach mal noch drin. Naja, was soll's, füllen wir mal auf. Ah, jetzt fehlt da natürlich einer. Hm. Ist natürlich jetzt schade, weil ich die eigentlich maschinell ernten lassen wollte, aber naja.
Das geht so nicht, da kann ich jetzt nicht stundenlang im LP rumüberlegen. So, Moment. Ja, Eichenholz. Nee. Elektrosachen kommen einfach hier oben in die Kiste rein. Der Hebel auch. Das auch. Das Eisen natürlich nicht. Ah, so. Ach, da ist auch noch eine Schaufel gewesen. Ah. Die macht mir so schwierig. Gut. Naja, wie gesagt, eigentlich sollte da eine Reihe Kolben stehen. Die sollten wir die Viecher dann hier einfach ganz normal abernten. Das wäre dann ganz einfach so gewesen. Zum Beispiel trete ich hier auf eine Druckplatte. Die schickt dann ein Redstone-Signal los und haut die einfach um. Andererseits könnte ich natürlich was ganz Einfaches machen. Fällt mir gerade noch so ein. Das kann ich dann durchaus noch probieren hier. Das sieht dann zwar vielleicht nicht so toll aus, aber es erfüllt seinen Zweck erst einmal. Sehr schön, da wuchert alles da hinten. Gefällt mir. So, hier oben. Erstmal so alles hinpacken hier. Kommen wir nochmal mit hier. Die nicht, das schon. Die nicht, das schon. Und zwar, ich habe hier vorne dann ganz einfach eine Druckplatte. Wenn man das Ding hier betritt, wird ein Signal hier lang geschossen. Dann muss man hier vorne reingehen, denke ich mal. Ich werde dann hier so einen Zaun hinmachen oder sowas. Also trittst hier drauf, dann kann ich eigentlich das ganze Beet abreißen. Scheiß drauf. So, kaputt. Gleich mal eine neue holen. Dann tritt man da halt so drauf. Und durch die Druckplatte wird kurz ein Signal gesendet, das reicht, damit die, ja, die Kolben die Dinger abhacken. Die Kürbisse. Und später Melonen, wenn ich mal welche finde. Ah, hier. Tropenholz braucht kein Schwein. Okay, 1, 2, 1, 2, 3. Ich hoffe mal, dass das dann funktioniert. Das sieht zwar, wie gesagt, auch nicht so toll aus, aber das würde dann zumindest zweckmäßig sein. Für den Moment reicht es dann auch erstmal mit dieser Methode. Und dass ich mein Beet dazu neu ordnen muss, das wicht jetzt auch keinem was ab. Ich habe genug Kürbisse gesammelt in letzter Zeit, um ja, 5 neue Beete anzulegen. So, das lasse ich jetzt erstmal noch. So, das heißt also, man kommt hier rein. Ne, Moment. Sagen wir mal... zack, zack. Zack, zack, zack. Müsste das Beet von hier betreten. Oder von der anderen Seite. Das wäre aber doof. Aber wenn ich es hier betrete, kann ich theoretisch hier lang ein Signal schicken. Ne, da fehlt eine Breite fehlt. Dann würde das funktionieren alles. Ich komme hier rein. Das Ding geht dahin. Dann hier in einen Repeater, das müsste ich denn hier auf die Holzreihe legen, das Signal. Und dazu, ja, reicht der Platz nicht. Das heißt, ich muss das Beet um 2 erweitern. Aber das ist ja nicht so das Problem. Da wird es endlich mal eine kleine Baurunde, ich meine, das ist okay. Ich jetzt kein was ab. Hier vorne lasse ich es erstmal noch so. Zack, zack. So, und der musst du natürlich weg hier. Na? Ah, okay. So, und dann... Ja, der kleine Aufwand, der lohnt sich ja schon.
Ich möchte auch so ein bisschen die Aspekte von Minecraft mal so kennenlernen. Ich bin ein totaler Noob, was Redstone angeht. Also da werden sich jetzt wahrscheinlich einige Leute, falls sie es gucken, denken, was zum Teufel macht dieser Idiot da. Aber wie gesagt, das ist mehr oder weniger hier eine Premiere für mich, dass ich überhaupt sowas richtig Gutes hier hinkriege und nicht einfach nur so ein Hebel, dann irgendwelche Pistons, da kommt ein bisschen Wasser runter und dann wird hier so ein bisschen Weizen geerntet. Die Idee mit den Kolben ist mir mehr oder weniger selbst gekommen, als ich das mal ausprobiert habe. Ja, und dann hat es so funktioniert. Dann habe ich mir so gedacht, das kann man doch eigentlich sehr gut benutzen, um diese lästigen Kürbisse und Melonen erntbar zu machen. Die haben nämlich so diese Angewohnheit, zumindest die Melonen, dass sie einfach nicht schnell abbaubar sind. Das heißt, es dauert dann immer ewig, bis du die abgebaut hast und dann, ist scheiße halt. Na. So. Ja, und deswegen mache ich mir hier so ein kleines Extra. So. Ich glaube, da muss ich den Brunnen wegsetzen oder ich fange einfach ein Stück weiter hinter an. Das irritiert voll. Ach Gott, bis das hier alles weg ist. Nee, dann fange ich einfach... Nö, irgendwie will das nicht. Ist ja doof. Dann fange ich einfach... hier an. Dann kommt man ganz normal hier rein. So. Tritt dann hier drauf, das geht los. Und zu dem Zweck hole ich mir erstmal kurz mal schnell eine steinerne Druckplatte. Oder kann ich mir die hier selbst machen? Ja, sehr gut. So, hier. Dann würde das Signal quasi so rausgehen. Ich hau's jetzt erstmal bis zur Kante durch. So. Dann könnte ich natürlich noch zwischendurch ein paar Verstärker reinsetzen. Oder wo fange ich denn damit am besten an? Hier vorne so ein Ding hinsetzen? Nee, ich fange am besten hiermit an. Ich glaube, ich bin immer noch zu klein, was das angeht. Da jetzt einen Kolben hinklatsche. Naja, zumindest funktioniert der Stromkreis. Dann passiert eigentlich nicht das, was ich haben will. Sondern... Und so Mist halt. Ist immer noch zu kurz. Und dazu brauche ich die Repeater auch nicht. Oder ich mache es halt versetzt, aber das ist auch irgendwie doof. Tja, dann habe ich gerade eine sehr gute Idee. Dann mache ich das Ganze erstmal noch breiter und verbinde es mit einer Treppe runter zu meinen Gewürzpflanzen. Da unten hin.